Das war jetzt hier bloß die Einleitung. Wollen wir mal was holen? Das habe ich für 1 Euro gekriegt. Da hat er gesagt, hier, nimm mit, nimm für 1 Euro mit. Weil ich hatte mir das angeguckt. Ich hole mal das kleine Pendant dazu. Wo ist denn das jetzt? Da. Da fehlt mir leider jetzt das Metallteil zu. Ihr kennt, denke ich, dieses Radio auch aus anderen Videos, das Sony ICF 7600D, ein FMLW Blibbelbild, das ist klein, das ist das kleine Teil, das geht von 153 bis 26.100 kHz, in dem Fall geht das hier bis knapp 30.000 kHz, also 30 MHz, das ist das kleine Pendant dazu, was ich jetzt hole. Das habe ich nicht vom Flohmarkt, das habe ich von dem Stefan, wie auch immer, ich verlinke ihn, wenn ich dran denke, verlinke ich ihn mal unter dem Video. Von dem habe ich das mal damals bekommen. Das Radio funktioniert auch. Das ist der große Bruder. Da steht zwar Siemens drauf, aber ist egal, das ist der große Bruder. Das haben sie wohl als Baustellenradio was benutzt. SSB Trans World Receiver steht hier. FM, Mittelwelle, Langwelle, Kurzwelle, 45 Memory, Synthesizer, Clock und so weiter. Hier oben ist noch irgendwas drauf, das ist dreckig. Ja, weiß ich nicht. Hier hinten Siemens Electronic GmbH, das ist schon älter. Da stehen dann noch Frequenzen mit drauf, wie wir es immer sehen können. BBC World Service 6195 MHz. Im Großen und Ganzen funktioniert das genau wie das kleine und hat auch ein SSB, ein BFO, ein Beat Frequency Oscillator. Das ist oben hier beim SSB das Seitenband, um dort einen Ton zu generieren, um das Seitenband zu dekodieren. Wie genau das funktioniert, kann ich euch jetzt auch nicht so erklären. Aber es funktioniert, das hat das kleine Radio auch, was nur auf Batterie oder auf Netzstecker läuft, das läuft hier auf beiden. Was ich aber weiß, und da muss ich nämlich noch bei, das sind die, ist hier einmal der Encoder, der funktioniert nicht so 100% und die Lautstärke kratzt glaube ich auch ein bisschen. Man hört hier schon, bin ich bei Langeweile 150. SSB ist off. Das ist, was ist das jetzt? Achso, das ist der deutsche Wetterdienst, der in RTTY sendet. Jetzt mache ich SSB on. Und kann das Seitenband. Direkt auswählen. So, soll jetzt erstmal reichen. Der liegt eigentlich bei 147 Kilohertz. Der deutsche Wetterdienst. Der ist auch noch mal bei 7000 irgendwas. Nochmal SSB wieder auf. Ich kann hier AM Narrow und AM Wide, also Narrow ist dann eben starke Sender und Wide ist dann eben weit entfernte. Auf Langeweile werde ich jetzt glaube ich nichts kriegen. Seht ihr das? Er springt. Ist teilweise eben nach wieder zurückgesprungen, obwohl ich nur in eine Richtung drehe. Was war das jetzt hier? Also ich bin jetzt auf Fast. Ich kann auch auf Fein drücken.
hoffe, man kann das erkennen. Ich drehe nur in eine Richtung. Und er springt teilweise zurück. Ach so. Ton ist klar. Er hat noch Uhr und so wie weiter auch noch. So, das ist jetzt AM Nero. Also Stärkesender, Schwächesender und hat sogar noch ein S-Meter drin. Man kann hier auch noch den Gain eigentlich einstellen. RF Gain. Wie auch immer. Ich kann jetzt aber auch mal eine Frequenz eintippen. Ich kann das in Meter angeben. Ich kann zum Beispiel sagen 49 Meter Band. Bin ich jetzt bei 6090 Kilohertz. Oder 6,9 Megahertz. Ah, hier auf Kurzwelle kann ich das Gain auch noch einstellen. Ja, ich habe jetzt keine Antenne drin. Ich kann die Antenne mal ausfahren, aber hier werde ich nichts kriegen. Ups, das war die Lampe. Machen wir die Antenne lang. Da kriege ich jetzt nichts. Jetzt müsste ich theoretisch Kabeltüdel holen, das von der Dachrinne hier in die Wohnung kommt. Aber das werde ich jetzt nicht machen. Ich werde jetzt nicht das Kabel hier rumtüdeln. Oder? Müsst ihr mal kurz gedulden. Ich versuche es mal. So, jetzt habe ich mein Kabel hier. So, jetzt habe ich mein Kabel hier und schon angesteckt. Da kommt nämlich schon was. Weil das funktioniert einfach nicht mit dem Encoder. Ich drehe vorwärts und er springt ab und zu wirklich nach hinten durch. Aber ich will mal gucken, ich kann auch die Frequenz eingeben. Ob ich da was finde. Das ist das Gute an Seitenwand. Man kann das hier hören. Ja, einer gerade gerufen, kriegt nur keine Antwort. Da ist noch einer. Einsetzen. Ja,
Manche kriegt man, manche kriegt man nicht. Gehen noch mal zurück. Da müsste man noch irgendwo Morse, ja. Wenn ich das aufmache, das Seitenband. Das ist alles, was man kriegt. Mit Seitenband an. Und Tongenerator dazu. Kann man auch das hören. Und dann eben auch irgendwo hier hinten. Das ist hier, ich glaube so ab 100 rum ist bis ungefähr dahin ist für Morse und da ist dann Sprech. Also, das funktioniert und dass das auch bis 30 MHz geht, kann ich euch auch noch zeigen. Machen wir 29. Machen wir den schnellen. Das ist allerdings ist das alles Kurzwelle hier hinten. Das ist nicht FM. Das müsste jetzt, glaube ich, 10 Meter sein hier. Ja, bis 30 MHz und dann ist vorbei. Und bei, ich meine, 27 MHz rum ist Funk. Also, sag doch mal schnell. CB-Funk, mein Gott. Meter müsste da ungefähr 11 Meter. Aber da habe ich bisher noch nie was gehört. Also noch Seitenband an. Aber ist egal. So, das ist das. Nur in groß, was ich in klein habe. Und das hier, das hat genau dieselben Funktionen. Nur fehlt mir gerade hier das Blech, das habe ich hier irgendwo liegen. Das wollte ich nochmal wieder ankleben.
Ich habe jetzt auch keine Batterien dafür. Das ist das in groß. Und das hat er mir ja wirklich für einen Euro hinterhergeschmissen. Da sagt er, hier, nimm mit. Was jetzt eigentlich nur ist, ist hier mal die Knöpfe ein bisschen reinigen und den Encoder. Mehr ist es nicht. Da war noch irgendwas. Achso, da kann ich auch noch Tastensperre reinmachen. So, und es geht auch FM. Alles den Blumennamen hinter sich? Eisenbahn? Sucht automatisch. Da brauche ich ja nicht meine Antenne für. Naja, Mittelwelle kann ich auch. Eine Mittelwelle, glaube ich, war nicht, dass ich da mit der Antenne was machen konnte. Lange Welle halt. Naja, also wie gesagt, also es funktioniert. Ich glaube, für Langweile ist es jetzt schon zu spät. Das S-Meter, das ist auch ganz gut. Und eben bei Kurzwelle ist es dann eben. Das funktioniert auch. Ich meine, das kann man hier hinten noch. Also,
Shortwave 78. Why? But nein, man könnte auch noch mal bei hat das Ding auch noch, wenn man das sehen kann. Glaub nicht, ne? Ich glaube, das kann man nicht so erkennen. Aber ich wollte es euch nur mal zeigen. Also, das funktioniert. Ihr sagt mir jetzt hier Batterie. Das Netzteil gab es auch dazu. Das ist jetzt echt nicht eins von mir. Hier für Siemens. Netzteil für Weltempfänger. Was kommt denn da raus? Output DC 6 Volt 400 mA. Also das Radio nimmt nicht viel. Das ist halt das, der große Bruder von dem kleinen. Wollte ich nur mal zeigen. Batterie, da sind noch Batterien drin, das Batteriefach ist aber noch sauber, aber die Batterien sind auch schon am Auslaufen, die kann ich auch gleich mal rausnehmen. Ja, draußen ist Gewitter. Ja, ich glaube, länger hätten die gar nicht rein drin sein dürfen. Das ist für die Uhr. Ja, also die nehmen wir gleich mal raus. Ja, das wollte ich auch mal zeigen. Das mache ich noch mal sauber, das mache ich aber off-cam. Das mache ich nicht jetzt. Da habe ich keinen Nerv zu, das jetzt zu machen. So, ich danke fürs Zugucken. Vielleicht komme ich nachher gleich nochmal online mit noch was anderem. Bis gleich oder bis morgen oder bis irgendwann mal.